Moin Moin zu der weiteren Folge Landazoo mit Story. Ja, heute wollen wir mit unserem letzten Grasschnitt häckseln. Dadurch, dass wir ja nur zwei Fahrsilos haben, eins noch mit Gras-Silage voll, werden wir zu unserer BGA hier unseres Grasschnitt hinfahren. Und da hat der Lohner uns einen schönen Häcksler 9900i zur Verfügung genommen. Da werden wir auch gleich mit losfahren. Unsere Omi habe ich auch noch als Abfahrgespann gemacht. Ich hoffe mal, dass hier die Egnonce oder der Lohner ein bisschen was organisiert hat, dass ein paar Leute zum Abfahren kommen, nicht dass ich hier alleine stehe. Aber wir müssen einfach mal abwarten, wer jetzt so kommt. Und dann schauen wir mal. Oh, da scheint jemand zu kommen. Das ist ja schon mal gut. Oh, auch nicht so kleines gespannt, ne? Schick. Schick, schick. Oh mein Gott. Moin! Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin der Live-Girl und wer sind Sie? Ich bin Herr Wesels. Ich hatte über eine Zeitungsannonce gesehen, dass Sie jemanden noch zum Grashäckseln suchen. Ja, alleine ist das immer ein bisschen schwierig und ich kenne ja so gesehen nur den Lohner hier. Und Ja. sonst hatte ich halt keinen Kontakt zu anderen Landwirten, außer jetzt zu Ihnen jetzt und ja. Mal schauen, ob noch wer kommt, weil ein zweiter Abfahrer wäre schon ganz gut. Ah, ich höre jetzt gerade auch noch jemanden kommen. Oh ja, ich will auch was. Nicht zu überhören. Bisschen schüchtern, ich glaube, wir müssen hingehen. Moin! Moin! Bin ich hier richtig? Jo, wenn du zum Grashexen gekommen bist. Ja, der Luna hat das hier ausgeschrieben, deswegen hab ich mich Ja, dafür beworben. ich habe den Lohner und jemand anders. In der Zeitung habe ich auch gemacht. Aber echt, das ist schwer zu finden hier, dieser Ort. Ich kenne mich überhaupt gar nicht aus hier. Ja, ich bin auch noch nicht so lange hier. Das ist ein bisschen schwierig, mal schauen. Aber jetzt haben wir ja. Wer sind Sie eigentlich überhaupt mit Na? Wie muss ich Herr sagen? Bielefeld. Also, Herr Bielefeld, das ist Herr Wesels. Herr Wesels, Wesels. das ist Herr Bielefeld. Moin. Moin. Und Herr Herr Bielefeld, ich bin Herr Bielefeld, Leifka. das ist der Live-Guy. So, cool. Ja. Ja gut, ja, wollen wir nicht Sie lange. fahren dann vorher Live-Guy, oder? Ja, ich fahre hier mit dem Hexer vor von Lona. Den hat er netterweise zum Verfügung gestellt. Ein sehr schönes Ding. Aber Ja, sieht gut aus. ich sag mal Ja. so, also für mich als Landwirt selbst zu teuer. Ja, Lohnt sich nicht für da haben mich. Sie recht. Ja gut, ja, dann macht Sie ihr. fahren vor einfach und wir Genau, folgen ja, Ihnen dann. genau. So machen wir's. Okay. Hey, what the hell? Why are you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got. You're the best that you can get, so what the hell? You're the best.
Stunden später. Are you? Would you be waiting there?
Wie ist dein Motto? Hat Gast zweimal rum und er gibt Kanone, ne? So, wir haben es so langsam geschafft mit Hexeln. Wir warten jetzt eben, bis die zwei anderen Abfahrer kommen. Bedanke mich bei denen nochmal. Und dann nochmal das Grashex in den Dorns. Omi, meine Omi ist nicht zum Einsatz gekommen. Aber muss aber nicht immer sein. Da kommen sie ja schon. Ja, wir haben um 3:30 angefangen, deswegen sind wir jetzt schon fertig. Jo, das wäre es jetzt noch gewesen. Jo, haben wir es ja geschafft, ne? Jo. Danke. Da haben Sie recht. Danke. Ja, das hat ja alles gut geklappt. Jo, ne? Das stimmt. Ja, man kann ja in Kontakt bleiben, weil Meister Ende steht ja auch bald an. Steht ja schon ganz gut hier. Eieiei. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder zusammenhalten, ne? Ja. Jo. Sagen Sie dann Bescheid, ne?
Ja, aber andersrum genauso. Ihr habt ja bestimmt auch mal stehen, oder nicht? Klar. Ja. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall danke für den Helfen und ja. Wir sind jetzt in Kontakt und dann wird ja schon alles werden. Ja. Jo. Dann wird man sich die nächste Zeit öfters sehen, ha? Ja, denke mal, ja. Mal ein bisschen den Lohn aushelfen beim Ballenfahren oder sowas. Mal schauen, was alles so ankommt noch. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank zum Zuschauen und ja, wir hören uns alle. Ciao.